So, liebe Freunde, hier ist der Johannes Pontiac. Wir haben jetzt hier ein neues Video, Teil 3 würde ich mal sagen, von dem Olympia Opel Rekord. Baujahr 53 mit 45 PS und 1200 Kubik. Das Auto wird gerade hergerichtet noch einmal, weil der Kühler, soweit ich weiß, etwas Probleme hatte. Wird jetzt ausgetauscht, also es ist aber nicht so leicht, einen Teil zu finden, wo dann passt. Es wird klar immer später in den nächsten Jahren. Schaut euch diese wunderschöne Farm an. Also man ist dabei quasi die Teile auszutauschen und den Kühler eben wieder gangbar zu machen. Wahnsinn, wie ein amerikanisches Auto. Diese wunderschöne Farm. Ja, das gibt es heutzutage leider nicht mehr. So, gehen wir mal ins Detail rüber. Also hier sind wieder die Weißwandreifen. Alles originalgetreu. So wurde es mir gesagt. Von meinem Kumpel. Alles original. Schau ich das Rücklicht da an. Absolut original. Dann den Chrom. Den Auspuff. Schaut ihn euch an. Wahnsinn. Richtig gepflegt. Ich habe es ja letztes Mal poliert auch, das Auto. Könnt wahrscheinlich jetzt wieder poliert. Das glaube ich klar. Staubig war, ne? Logisch. Wunderschöne Form. Ja, das ist der Motor. Wie gesagt, der Kühler hat halt Probleme gemacht, ist ausgelaufen. Das Ersatzteil ist gekommen, aber es hat nicht ganz gepasst. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, ob man das noch irgendwie noch was anderes finden kann, besorgen kann, bei eBay oder irgendwelchen Oldtimer-Ersatzteilhändlern. Da hinten haben wir ja gesagt, das ist der Tankdeckel hinten am Heck. Schaut euch an. Das war eben damals so. Gang und gäbe. Hier haben wir seitlich das schöne Olympiazeichen. Absolut identisch. Ja, und innen eine fast durchgezogene Sitzbank, aber sie hat doch in der Mitte doch Luft. Und hinten kann man sich sogar, wenn man möchte, einfach, wenn man sitzt, die Arme ausstrecken und mit den Händen sich festhalten an zwei Stangenhalterungen. Das ist auch genial, finde ich. Ich meine, so schnell wird man damals nicht gefahren sein, aber... Und da seht ihr auch das Lenkrad. Dann die schöne identische Blume, die einfach zu der damaligen Zeit gepasst hat. Da ist man aufs Feld gegangen, hat einmal so eine Blume mal gepflückt oder so. Eine Sonnenblume, hat sie ins Auto reingesteckt. Das hat man sogar damals gemacht. Das ist die wunderschöne Motorhaube, die extra offen ist, weil ja, wie gesagt, noch was gemacht worden dran ist, Motor. Schaut euch diese schönen Lichter an. Mit Chrom außenrum. Vom Bosch damals mitgeliefert, mit Chrom, soweit ich weiß. Es war ein Teil anscheinend. Dann unten dieses schöne silbergehaltene Unterteil vom Motor. Einfach optischer Look einfach auch. Man hat halt damals sehr, sehr viel auf Detailarbeit gesetzt und die Autos natürlich klar zeitlos schön gemacht. Also wäre auch wirklich zu schade, wenn man solche Autos einfach mal so verschrottet hätte. Also ich hoffe, dass es nicht passiert. Nur weil es alt ist. Es könnte ja immer noch fahren oder es fährt immer noch, wenn es sein muss. Also das ist ja bestimmt kein Problem. Das wird wieder demnächst wieder laufen. Wunderschön. Ja.
Absolut wunderschöne Form. Schaut es euch an. Traumhaft, diese Form. Dieser schöne Autogriff ist auch wirklich sensationell schön geformt. So, jetzt noch die Ausstellungshalle von meinem Kumpel. Das war ja früher mal eine richtig große Werkstatt, wo sie Audis verkauft haben, Golfs verkauft haben. Der neue Bauart vor ca. 20 Jahren. Sehr gut gelaufen. Hier haben wir auch noch ein wunderschönes Modell. Das müsste ein Trabizan, soweit ich weiß. Extra abgedeckt. Hinten dran eine coole Figur. Das ist so Fable von meinem Kumpel. Richtig geil. Steht so da. Oh, da haben wir ja was Geiles. Ein Solo-Mofat. Mofa. Da könnte ich ja nachher nochmal extra Video machen. Oh, und da hinten eine DKW. Cool, cool, cool. Krass, krass, krass. Das ist ja geil. Nicht schlecht, also wie im Museum hier, du. Sehr, sehr schön. Und hier haben wir einen DKW stehen, in schwarz. Ist auch von meinem Kumpel, also fast wie im Museum, ne? Wahnsinn. Krass, krass, krass. Da noch eine Frau. Ja, so ein gleiches Museum hier. Könnte man echt meinen. Und da ist tatsächlich ein 1er Polo unten drunter. Ihr würdet es wahrscheinlich kaum glauben, aber glaubt mir, ich kann es kurz leicht aufdecken. Ihr werdet sofort erkennen, das ist einer. Schaut sich an. Ja, das ist mein Kumpel. Der 1er Polo wieder in Originalzustand versetzt. Wie in 1A Zustand, auch die Reifen wie neu. Poliert alles. Wunderschön, oder? Krass, krass, krass. Schaut euch das an. 1er Polo. Ist nicht cool, ha? Huh? Ja, ich find's auch richtig geil. Sogar hier, da unten, wenn man ein Abschleppmuster hat, gab's da diese Öse. Na? Toll, toll, toll. So, wieder abdecken. So, wieder abgedeckt. Noch eine lustige Figur. Hier noch ein wunderschönes Schaufenster mit Bullis drin. Sehr, sehr interessant. Oben drüber alte Luftfilter von Audi und VW. Ich glaube, das dürfte sein von Audi. Sehr interessant. Dann ein paar tolle kleine VW T1 oder T2, je nachdem. Alte Busch-Ersatzteile. Da werde ich im Museum hier. Ah, und da der Polo nochmal von der Seite. Man kennt es ja sofort, ne? Das ist ein Polo. Da die Treppen aufkommen. So, zum Schluss jetzt nochmal das schöne Solo-Mofa. Das hatte damals mein Vater auch gekauft. Mein Bruder hat es gefahren. Ich war doch zu jung damals. Das ist ein tolles Teil. Also ich liebe die Dinger. Richtiges tolles Solo-Mofa. Alte Fahrräder, ein altes Rennrad, krass, krass, krass. So, Leute. Ich würde einfach mal sagen, ich schließe es jetzt mal ab hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war ein kleiner Ausflug in die Nostalgie der alten, schönen Fahrzeuge. Und wie gesagt, mein Name ist Johannes Pontiac. Wenn ihr mich abonnieren wollt, liken wollt, weiterempfehlen wollt, teilen wollt, dann macht das einfach. Ich würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich alte Fahrzeuge liebe, alte Oldtimer vor allem. Und ja, habe ja selber einen Pontiac sogar, Pontiac Fiero, war 86. Also gut, bis Bescheid, euer Pontiac, bis bald, ciao, ciao, ciao.